Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch, auf dem Marsch. Wir machen weiter mit der Ernte, wir laden die Trockner jetzt kurz aus und dann geht es weiter mit der nächsten Ladung. Okay? Ja, das Feld, Nummer 18 ist noch voll in Arbeit, zur Hälfte ungefähr. Nebenbei haben wir die Brauerei in Betrieb. Ich hatte schon vorhin einen Kurs probiert, leider hat er nicht abgeladen. Der Schlingel, muss man sehen, dass er da mal einen Kurs hinkriegt, der automatisch macht. Ne? Er könnte ja auch auf längere Sicht einen kleinen Traktor fahren, immer eine schöne Runde. Mit einem kleinen Anhänger, das reicht ja aus. Muss ja nicht viel sein, ne? Tank der voll ist. Ne? Also aktuell haben wir genug Wasser. Bei 5K1 geht er nicht drauf, aber zur Nacht müssen wir halt sehen, dass da die Lager voll sind. Ne? Dass wir da auch richtig Produktion haben, dass wir da richtig auch Geld verdienen können. Ne? Wir brauchen auch die Malzfabrik. Ganz wichtig. Aktuell kaufe ich Malz zu. So, muss ich mal sehen. Als nächstes Amt steht ja eigentlich an die Verpackungsfabrik. Papier und Pappe. Und dann wollte ich mal sehen, dass wir noch ein paar andere Sachen produzieren können. Und der soll da nicht hin, dann soll es nach unten gehen. Ja. Irgendwann wollte ich noch bauen, was ich unbedingt haben wollte. Das ist gerade nicht einfällt. Achso, für Schlachthof. Den Schlachthof und das brauche ich eine Verpackung, damit er da entsprechend das Fleisch verkaufen kann. Ne? Ja, fahren wir gleich durch. So. Ist er wieder mecklig heute. Millimeter nach links. Ja, ich will auch so vieles bauen, aber aktuell muss man sehen, dafür Geld verdienen. Ne? Also Dieselherstellung wäre eine Option. Ne? Zuckerrüben natürlich, ne? Zucker. Aber immer einen am anderen, also zur Zeit ist es finanziell nicht machen. Mal sehen, wie sie die Lage verkauft kriegen, der von der BGH hier. Wir haben ein paar haben wir eingelagert, ich glaube 2,5 Millionen pro Silo. Also rund 5 Millionen, da müsste schon ein bisschen was zusammenkommen. Die andere BGH hat auch noch die Lage zu liegen. Zurzeit komme ich da nicht zu. Aber das ist nicht so tragisch, der Winter ist lang. Aber wir können schon mal kaufen, Förderbänder. Dazu brauchen wir einmal diesen. Da können wir auch rot behalten, die anderen können wir nicht ändern, ne? Kaufen. Dann brauchen wir das. Das brauchen wir dafür, das zum Abladen. Ne? Hier kann man keine Farbe ändern. Ne? Zurück. Und dann brauchen wir hier das Zwischenteil mindestens einmal eins. Da können wir auch keine Farbe ändern, aber kaufen wir halt. Ne? Dann können wir halt da einsteigen. Ne? Dazu müssten wir einen Traktor nehmen, einen zweiten und mal hinfahren. Ne? Da können wir nebenbei den Anhänger gleich zum Hof fahren. Der sieht gerade Traktor hier. So. Das ist nämlich der Traktor für oder Anhänger für Mischfutter. Und wir gleich. Wir haben ja Lohnzahlung über den Helfer, aber unser
Vortritt fahre, hat auch eine Lohnzahlung, ne? Hab dann rausgefunden, muss es einstellen, das habe ich rausgefunden. Gehen wir bei Kursplay rein, meine Zeit mal ganz kurz, über das Zahnreiche, hier diesen Menü, also einfach 5 Stück, und dann hier wieder Zahnreiche, und dann hier muss man aktivieren. Wenn aktiviert ist, wird Lohn gezahlt. Okay, dann zurück und erledigt. Wer natürlich keinen Lohn zahlen möchte, lässt natürlich auch DFG aktivieren. Ist ja auch okay, ne? Ich bin der Meinung, die arbeiten alle und dann sollen sie auch Geld kriegen. Auch wenn es hier nur auch ein Symbol ist, ne? Aber ist halt so, ne? So, dann fahren wir den gleich mal zum Futtermischwagen. Und stellen wir den da runter. Und dann fahren wir zum ersten Mal auf den Händler und holen uns die einzelnen Teile. Und Kram oder Glück gehabt. Ja, Mist fahren müssten wir auch noch, aber. Ja, ein am anderen, ne? Solange die Ernte läuft, ist das eh bald wieder voll. Ist aber einer voll. Hier sind da Mischfutter nehmen, ne? Aber wir wollen Förderband machen, ne? Dass wir auch was Gang kriegen, ne? So. Nehmen wir das große Förderband, dann das mittlere, dann das kleine. Dann gehen wir entsprechend anfangen. Mal gucken, wo wir vorne noch sind. Wird da angebaut. Achso. Das muss ja nicht viel halten, das ist ja auch nur im Transport gedacht, ne? Aber das Ding kann zwar mit 5 km/h geschoben werden, in Anführungszeichen, aber das ist ja auch ein bisschen, ne, langsam, ne, für die Entfernung. Ne. Ich finde es immer lustig, wenn da steht, du musst den Motor starten, ne, und dann sagst du ja, das ist ja gar keiner, ne, aber irgendwie anders geht es, glaube ich, nicht zu machen, in den Augenblick. Ne. Weil das manuell schieben ist, glaube ich, hier nicht vorgesehen, in dem Sinne. So, das erste Mal da, ne? Das gute Stück kommt ja zum Silo. Ja, hier vorne hin. So. Können wir dann das nächste holen? Soll ja an sich kein Problem sein, dass jetzt nebenbei einen Trigger reinzufahren zu lassen, ne? Das muss ja funktionieren. Brauchen wir nicht fahren, ne? Traktor fahren über dem Arsch, ne? Ja, mein Trigger funktioniert wieder. Man kann wieder was bewegen. Obwohl ich jetzt ungünstig ist, weil ich ja im Wege steht, ne? Ups. Aber das ist ein bisschen, weiß nicht genau, ungewohnt, ne, trotzdem, ne? So, das mittlere Teil. Das ist die Querstange da, sehe ich jetzt gerade. Ist ja egal, ne? Hauptsache funktioniert. Ja, die Sonne, die Herbstsonne ist noch schön tief, ne?
Aber zum Glück ist trocken. Aber das Symbol, Boden ist feucht, ist da. Also Sojaernte wäre jetzt kritisch, ne? Aber Kartoffeln und drüben geht. So. Nächstes da. Dann abhängen und dann den nächsten Teil holen. Und dann mal aktivieren, ne? Dass da schon mal Geld reinkommt. Ja, nächstes Jahr werden wir wieder auf links und rechts Mais machen. Ja, noch lange hin, ne? Aber ungefähr. Muss ich schauen, ob ich ein anderes Silo nehme, einen Sack, also eine andere Form, ne? Da es ja ein bisschen, naja, anfällig ist, ne? Also einer wird nicht ganz leer kriegen, das ist das Problem. Oder wird komplett auf Mais verzichten und Silage machen, ne? Also mit Ballen. Aber mal sehen. Mal sehen, was wir nächstes Jahr machen. Angeschrieben habe ich das mit dem Silo. Ob er da noch was ändert oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe ihn auf Video hingewiesen. Also er hat nicht kommentiert und nicht geschrieben, also wird auch nicht geschaut haben. Macht aber nichts. Wir wollen andere Silo nächstes Jahr. Zur Not Standard-Silo. Mal sehen. Das ist sogar besser. Das klappt sogar. Muss ich sehen. Also besser ist, ne? Testen wird neues, was anderes, ne? Kleine Silo testen, einfach so. Wenn das nicht funktioniert, nehmen wir ein anderes Silo. Wenn das auch nicht funktioniert, dann halt Ballen nehmen, ne? Ist halt so. Ob noch weitere Patch kommen vom Spiel an sich, weiß ich nicht. Vermute aber eher nicht. Aber DLC soll da kommen, ne? Dann gibt es eher Anpassungen meistens noch. So, wir sind da. Das schaffen wir noch, hoffe ich mal. Gehen wir mal aus. Und dann ausmachen. So, eins müssen wir. Das ist das Zwischenteil. Das ist das Zwischenteil. Das müssen wir jetzt hier hinstellen. Aufrichten mit der Maus, bisschen mühsam. Joystick geht nicht. Erstmal hochrichten. Motor starten, logisch, ne? Sonst geht ja nichts. So. Das muss ja nicht ganz hoch sein, aber wir können es aber noch ausfahren, ne? Rechts. Das heißt, wir können, sie müssen sogar, wir brauchen den Platz, ne? Denn die müssen ja. Müssen wir deaktivieren. So weit wie möglich. Gut. Weiter geht's nicht. Ein bisschen mehr abgucken. Das müsste eigentlich funktionieren. So. Dann öffnen mal die Sache. Es könnte ein bisschen zu lang sein. Und dann fangen wir hier vorne an mit einem kleinen und dann gehen wir mit einem großen hinterher. Der hat ja eigentlich einen großen Einzugsradius, ne? Also
Vorne mal hochklappen. Dann kommen wir ein bisschen dichter ran. Super, na, das klappt ja hervorragend. Hilo 40 und die können abkassieren. Wie sieht es hier aus? Das ist bei 51%, das passt. Wie gesagt, hier habe ich extra nichts gemacht und da bin ich auch nicht dran. Also von daher, da dürfte es eigentlich keine Probleme geben, aber hier wird es wahrscheinlich. Wahrscheinlich Probleme geben. Weil da wo es grün ist, geht es ja nicht. Ne? Also. Muss mal schauen, wie das funktioniert. So, hier nochmal kurz hier. So. Machen wir ein Foto, ne? Nur eins? Ne, eins reicht normalerweise. Ups, haben wir es. Was ist hier los? Kein Bock mehr. Muss ich dabei sein? Geht doch gar nicht. Das ist äußerst ungünstig. Nervt. Nehmen wir die Ecke weg erstmal, ne? Ja gut, wenn wir dabei sein müssen, ist es blöd, ne? So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich lasse noch kurz volllaufen, mit dass man echt dabei sein muss. Dann melde ich mich gleich wieder. Dann immer Tschüss und Winke. Ciao, ciao. Ja, wir sehen weiter, wie es die Geier geht. Nichts Folge. Tschüss.